Herr Dr. Bernecker, IDS 2019, schön wieder bei FOCO am Stand zu sein. Was haben die Dentalisten denn in Sachen Material Neues aus Cuxhaven mitgebracht? Ja, ich bin sehr froh, dass wir auch 2019 wieder mit einem wirklich ganz tollen Neuprodukt, einer Weltneuheit hier nach Köln gekommen sind. Wir knüpfen da an die letzten zwei, drei IDSen, wo wir mit Admira Fusion und weiteren Produkten im Bereich Füllungsmaterial technologisch Standards gesetzt haben. Und mit unserem Neuprodukt Viscalor Bulk können wir das fortführen. Viscalor Bulk ist ein Bulkfill-Komposit und ist das erste mit der sogenannten Thermo-Viscous Technology. Das heißt, wir erwärmen das Produkt, bevor es appliziert wird, und dadurch ändert sich die Fließfähigkeit des Produktes dramatisch in einer sehr breiten Bandbreite. Das heißt, das Produkt wird durch die Erwärmung sehr fließfähig. Das heißt, beim Einbringen in die Kavität haben wir die Eigenschaften eines Flow-Komposits und dann innerhalb von 2-3 Sekunden kühlt das Produkt sehr schnell ab in der Kavität, sodass wir dann direkt modellieren können und in einem Arbeitsschritt nach dem Lichthärten, weil das Produkt physikalisch so ausgelegt ist, dass es nicht mit einer Deckschicht überdeckt werden muss, also wirklich in einer Schicht gelegt werden kann, in einseitig hier eine echte Bulkfüllung anbieten können. Wie warm wird das Material erwärmt und besteht da nicht das Risiko, dass vielleicht die Pulpa geschädigt werden könnte durch thermischen Überreizung? Bevor wir das Material einsetzen können, muss es extern auf ca. 65 bis 68 Grad erwärmt werden. Die Verarbeitungszeit liegt dann zwischen 20 Sekunden und 2 Minuten. Aber sobald wir anfangen, das Material in die Kavität einzubringen, kühlt es sehr, sehr schnell ab. Also es dauert 3-4 Sekunden, bis wir dann die Raumtemperatur bzw. die Temperatur der Mundhöhle erreicht haben. Dann ist das Material sofort modellierbar. Aber ja, Ihre Frage ist natürlich berechtigt. Die Frage, wie warm wird es unten am Boden der Kavität für die Pulpa? Wir haben das mit externen Messungen mit der Universität in Marburg entsprechend geprüft. Und wir sehen dort in den Aufnahmen, die dort gemacht worden sind, dass die Temperaturerhöhung an der Pulpa sich unterhalb von 2 Grad Celsius abspielt. Okay, erwärmen ist also nicht schädlich, aber womit erwärme ich denn das Viscalor? Womit erwärme ich ein Komposit? Das Erwärmen von Kompositen ist ja schon länger ein leichter Trend, um das Material etwas geschmeidiger zu machen. Wir haben in der Vergangenheit das auch schon gemacht mit unserem sogenannten Caps Warmer. Das war ein externes Gerät, womit wir Caps eben aufgewärmt haben. Aber wir haben jetzt hier mit dem Viscalor Dispenser ein Gerät, was über Infrarot, wie ein Dispenser, was wir zur Applikation von Caps kennen, innerhalb von 30 Sekunden das hier eingelegte Cap auf die Temperatur erwärmt. Und dann kann es direkt über den Dispenser auch in die Kavität eingebracht werden. Also hier erwärmen und einbringen in einem. Okay, vielen Dank. Bitte sehr.